So, dann hallo zur Pressekonferenz nach dem BKBBL-Spiel zwischen Medi Baroth und den Basketball-Löwen Braunschweig. Endergebnis vor 2804 Zuschauern, 61-71. Ich darf beide Trainer vorstellen, unseren Trainer Michael Koch und den Gästetrainer Raoul Korner, dem ich auch um sein Game-Statement bitte. Ja, zunächst einmal muss man Medi Baroth und Mike Koch ein Kompliment machen, dass sie in der schwierigen Situation uns das Leben so extrem schwer gemacht haben. Wir wussten, dass wir nach der schmerzhaften Niederlage in Frankfurt vor einem schwierigen Spiel stehen, ungeachtet der personellen Situation des Gegners. Zum einen aus körperlichen Gründen, zum anderen aber auch aus mentalen Gründen. Wir haben ein Viertel gebraucht, um uns in die Partie hineinzukämpfen, mehr war es nicht. Haben im ersten Viertel die Konsequenz in der Defensive vermissen lassen, die wir uns eigentlich als Ziel und als Marschrichtung gegeben hatten. Dadurch war es zu erklären, dass Medi Baroth hier relativ weit in Führung gelegen ist. Ab Mitte zweites Viertel haben wir das in den Griff bekommen und haben gewusst, dass die Zeit jetzt ab dem Zeitpunkt dann unser Freund war und wir eigentlich mit der notwendigen Konsequenz darauf nur warten mussten, dass Baroth ein bisschen die Puste ausgeht. Das war dann im vierten Viertel der Fall, wo wir noch einmal ein Stückchen defensiv angezogen haben und dann letztendlich, ich glaube, 7 Minuten lang keinen Korb zugelassen haben. Das war die Entscheidung. Glückwunsch natürlich auch an meine Mannschaft, die in einer nicht leichten Situation bei so einem Doubleheader auswärts hier sich in die Partie hineingebissen hat und letztendlich den wichtigen Sieg geholt hat. Um mehr ging es heute für uns nicht. Danke. Dann Mike, bitte dein Statement. Ja, Glückwunsch an Raoul und Braunschweig zum, ja, wie Raoul schon das schon gesagt hat, verdienten Sieg am Ende. Bin trotzdem stolz auf mein Team heute. Mehr oder weniger mit 6 Mann gespielt, wenn man das so anschaut, was da auf dem Feld teilweise passiert ist und rumgelaufen ist an Spielern. Simon Schmitz, Brian Bailey, beide mehr oder weniger auf einem Bein gespielt, wenn man das so sehen kann. Und Raoul hat es sehr gut analysiert. Wir haben es am Anfang noch geschafft, die Energie und das Herz aufs Feld zu werfen, zu kämpfen, alles in die Waagschale zu werfen. Aber je länger das Spiel dauerte, umso mehr war klar. Und die Spieler von Braunschweig sind erfahrene Spieler. Die haben gemerkt, plötzlich, schau hin, Bailey kann nicht mehr richtig, also attackieren wir Brian Bailey jedes Mal. Drew Joyce hat das sehr gut gemacht, immer wieder attackiert, zum Korb gezogen, entweder selbst abgeschlossen oder den offenen Mann gefunden. Simon Schmitz ähnlich, konnte auch nicht mehr so hundertprozentig mithalten und dann sind uns ganz einfach in dieser Zeit, im dritten Viertel oder im vierten Viertel dann die Fälle davon geschwommen, weil wir einfach nicht mehr genug Tiefe in der Bank hatten, genug Qualität auf der Bank hatten und deswegen haben wir auch zu Recht das Spiel am Ende, ich sag mal, in der Höhe verdient verloren. Wir haben nochmal auch so einen kleinen Spurt am Ende gehabt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, in der Situation, in der wir uns im Augenblick befinden, mit einer Woche voller Trainingseinheiten, wo wir 6, 7 Mann nur im Training hatten, hat die Mannschaft zumindest das Engagement und die Leidenschaft gezeigt, die wir hier oder die Fans hier in Bayreuth sehen wollen. Dass es am Endeffekt nicht gereicht hat, liegt natürlich auch an der Qualität dann der Braunschweiger. Gibt's Fragen? Eberhard schreibt noch. Achso, ja. Ja, ich würde höchstens fragen nach dem Rebound-Verhältnis, das halt deutlich ausfällt. Und das, aber offensichtlich ja keine Frage des Einsatzes, was ja oft beim Rebound ist. Woran hat es dann gelegen? Das ganz entscheidende Bälle, ich denke an die beiden Dreier von Abomaitis, die nach Offensiv-Rebounds ganz ärgerlich, ganz schmerzhaft waren. Woran lag das? Ist das eine Frage von Glück und Pech? Nein, das ist eine Frage dann von einer gewissen Müdigkeit, die einsetzt. Gucken wir mal die Spielzeiten an. Also Drew Joyce, ja, viele Minuten, McIlroy. Bei uns mussten sehr viele Spieler um 40 Minuten gehen, Foster 34 Minuten. Wenn du viele Minuten auf dem Feld stehst und viel tun musst, lässt als erstes natürlich die psychische Stärke ein wenig nach. Du wirst ein bisschen nachlässig. Du lässt im Denken, in der Schnelligkeit ein wenig nach. Und wenn
das Gehirn oben ein bisschen langsamer funktioniert, dann funktioniert der Körper noch einen Schritt langsamer. Und dann dauert alles noch ein bisschen länger. Und diese Frische, diese mentale Frische, die dann zur körperlichen Frische kommt, die hat uns ganz einfach viele von diesen Loose Balls, die da auf dem Feld rumgerollt sind, die wir hätten uns nehmen müssen eigentlich oder nehmen können, haben wir einfach zu spät reagiert oder zu spät umgeschaltet. Und dann auch immer diese zweiten Wurfchancen, konnte Braunschweig diese zweiten Wurfchancen generieren. Also ich glaube nicht, dass es jetzt etwas war, wo die Leidenschaft gefehlt hat, sondern ganz einfach die Müdigkeit ist dann irgendwann ein Faktor. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie das Rebound-Verhältnis zur Halbzeit war. Da war es, glaube ich, noch einigermaßen. Ich glaube, da war es 15-13 oder sowas. Also zur Halbzeit war das Rebound-Verhältnis nicht so sehr extrem. Das hat sich dann auch erst im Laufe des Spiels dann auch in diese Richtung gedreht. Ich glaube, ich habe es hier. Oh Gott. Schon, da muss man auch die Daten auflegen. 15-17, also zwei tief. Und dann merkt man halt auch, wo die Kraft nachlässt, dann lässt auch die mentale Stärke nach. Und dann sind solche Bälle dann sehr häufig beim Gegner und nicht bei dir selbst. Ja. Noch Fragen? Gut, dann schließen wir die Pressekonferenz. Nächstes Heimspiel von Medi Barot ist heute in einer Woche, 18 Uhr, gegen den Pokalsieger, gegen die EWE Baskets aus Oldenburg. Bis dahin, tschüss.